In dem Video heute geht es um drei Charakterzüge, die ihr als Entwickler haben solltet. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um drei Charakterzüge, die ihr als Entwickler haben solltet. Und ich werde gleich erklären, was ich genau damit meine und welche Charakterzüge das sind. Wenn ihr aber Punkte habt zu diesem Video, dann schreibt das doch einfach mal in die Kommentare oder joint Discord, der Link dazu ganz oben in der Videobeschreibung, wo ihr der Community joinen könnt, Hallo sagen könnt, euch mit Gleichgesinnten austauschen könnt oder einfach mal, ja, wie gesagt, mit Gleichgesinnten eine Runde quatschen könnt. Prinzipiell, worum geht es heute und was genau meine ich? Deswegen gibt es jetzt erstmal einen kleinen Disclaimer, um das Thema dieses Videos ein bisschen einzuschränken. So, als erstes gibt es, wie gesagt, einen kleinen Disclaimer. Nummer 1, warum mache ich dieses Video? Das Thema kam immer wieder auf in meinem privaten Umfeld, im Gespräch mit Freunden, mit anderen Entwicklern, die ich kenne. Und ich finde, es ist ein sehr wichtiges Thema, weil viele das nicht beachten oder im Studium wird es auch nicht so kommuniziert. Und das finde ich ein bisschen schade. Deswegen sollte man es auf jeden Fall einfach mal offen darlegen und das versuche ich in diesem Video. Nummer 2, es ist keine absolute Meinung. Also es ist nicht so, dass diese drei Punkte die einzigen sind, die man braucht. Hier fehlen hundertprozentig jede Menge Punkte. Gleichzeitig sind es aber auch keine absoluten Punkte, dass man sagen muss, okay, diese drei Skills braucht ihr, sonst seid ihr kein Entwickler. Das funktioniert so nicht, sondern man hat natürlich bei Charakterzügen und vor allem bei Soft Skills eine sehr schwammige Definition, ob man diesen Charakterzug besitzt oder nicht. Das kann man nicht so absolut sagen. Und deswegen ist das hier kein Video wie eine Checklist, die ihr braucht, diese Skills, sondern mehr eine offene Diskussion. Deswegen würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere unten in den Videokommentaren seine Meinung einfach mal schreibt, welche Punkte er für wichtig hält, ob ihr mir zustimmt, ob ihr vielleicht andere Meinungen dazu habt. Schreibt das einfach mal in die Kommentare, weil nur so kann man in der Community offen diskutieren und nicht in Klammern in absoluten Maßstäben ja, nein sagen. Das funktioniert nämlich so einfach nicht. Ansonsten, ja, legen wir jetzt aber los mit den eigentlichen drei Charakterzügen, die ich wichtig finde. Also, los geht's. So, der erste wichtige Charakterzug, über den ich sprechen möchte, ist das Lernen. Lernen ist prinzipiell ein wichtiger Punkt in vielen verschiedenen Berufen und Skills, aber grundsätzlich im Entwickler-Dasein ein wirklich wichtiger oder sehr relevanter Punkt. Ihr müsst bereit sein, einfach in 5, 10, 20 Jahren zu sagen, okay, ich fange was ganz Neues an, ich lerne wieder bei Null, ich starte bei Null, lerne ein ganz neues Gebiet, zum Beispiel wechsle ich in eine andere Firma und bin auf einmal App-Entwickler, habe aber vorher nur irgendwie Java-Backends gebaut. Sowas wird euch immer wieder begegnen und ihr solltet dazu bereit sein, das zu machen, auch unter der Prämisse, dass man ja gar nicht weiß, welche Geräte, welche Software in Zukunft benötigt wird. Die Entwickler, die im Jahr 2000 gefragt wurden, hey, welche Software werdet ihr im Jahr 2020 entwickeln, haben vermutlich nicht gesagt, hey, ich werde Mobile Apps entwickeln, um IKEA-Regale in eine Ecke stellen zu können, damit man sieht, wie die aussehen, bevor ich sie kaufe. Das war noch nicht mal im Ansatz irgendwie auf der Agenda und genau sowas wird uns auch begegnen. Wir wissen als Entwickler nicht, welche Software, welche Geräte wir im Jahr 2040 unterstützen oder für die wir entwickeln werden. Was heißt, ihr solltet bereit sein, immer wieder neu zu lernen und Bock drauf haben, neu zu lernen und nicht quasi solche Gewohnheitstiere sein, die immer, ich habe vor 30 Jahren etwas gelernt, so mache ich das bis heute. Das wird in der Softwareentwicklung oder allgemein in der IT nicht so richtig funktionieren, meiner Meinung nach. Wenn ihr hierzu andere Meinungen habt, dann schreibt das mal unten in die Videokommentare. Aber ich denke, Lernen ist wohl einer der wichtigsten Skills, die man haben sollte als Entwickler und mit dem man auch wirklich im Allgemeinen in seinem Leben sehr weit kommen kann. So, der zweite Begriff, über den ich mit euch reden möchte, ist die sogenannte Frusttoleranz. Entwickler sollten meiner Meinung nach frusttolerant sein und dieses Wort hat mal ein Kollege zu mir gesagt und ich muss sagen, es ist unfassbar passend für die gesamte IT irgendwie, weil ihr werdet immer wieder an Punkte stoßen, wo es nicht weitergeht, wo ihr irgendwelche kryptischen Fehlermeldungen seht, wo euer Skript nicht funktioniert, wo irgendwas einfach nicht funktioniert und ihr frustriert seid, weil ihr nicht wisst, warum es nicht funktioniert und ihr Tage oder sogar Wochen damit zubringt, ein Problem zu lösen, für das es aktuell nicht wirklich eine Lösung gibt. Niemand kann euch helfen. Es gibt keine Anleitung dazu, keine 3-Schritt-Anleitung, das Problem zu lösen, sondern ihr werdet irgendwie frustriert mit einer Situation, die ihr aktuell anscheinend nicht lösen könnt. Und in dem Moment solltet euch, oder diese Situation sollte euch nicht runterziehen. Ihr solltet einfach Lust drauf haben, solche Rätsel lösen zu wollen und Spaß dran haben, trotzdem noch Entwickler zu sein. Und es gibt Entwickler, die genauso sind, die, wenn so ein Problem auftaucht, immer noch gut sind, einen sarkastischen Witz reißen und trotzdem mit einem Lächeln Mittagessen gehen und Spaß am Job haben. Und es gibt Entwickler, die in solchen Situationen unfassbar schlecht gelaunt sind, keine Lust mehr darauf haben
und am liebsten quasi alles hinschmeißen wollen und gehen. Wenn ihr so seid, dann ist die IT vielleicht nicht wirklich was für euch, auch wenn ihr vielleicht total die guten Entwickler seid, weil ihr einfach ja keinen Spaß am Job habt. Sowas wird immer wieder passieren. Mal häufiger, mal weniger häufiger. Aber es wird immer wieder passieren, dass ihr Probleme haben werdet mit irgendwelchen Tools, irgendwelchen Skripten, irgendwelchen Features, die aussichtslos erscheinen, wo alles irgendwie nicht mehr richtig funktioniert und ihr nur von einer kryptischen Fehlermeldung zur nächsten quasi geht, um dann irgendwann am Ende das vielleicht zu lösen. Aber ihr werdet zwischendrin jede Menge Frust erleben und deswegen solltet ihr frusttolerant sein. Wie seht ihr das? Findet ihr auch, dass Frusttoleranz ein wirklich gut beschreibender Begriff für die IT ist und dass man einen Charakterzug so beschreiben könnte, den man als Entwickler haben sollte? Schreibt das doch mal in die Videokommentare. Aber wir gucken uns jetzt noch den letzten Charakterzug an, den ihr haben solltet, wenn ihr Entwickler sein möchtet. So, der dritte Skill, um den es heute gehen wird, ist die Kommunikation. Und hier möchte ich gerne in drei verschiedene Gruppen unterteilen und die mit euch besprechen. Aber grundsätzlich, warum ist Kommunikation überhaupt ein wichtiges Thema? Dieses Gerücht, dass Entwickler mit einem Hoodie in einem dunklen Raum sitzen und mit niemandem reden, ist nicht ganz falsch, aber ist natürlich auch absolut nicht richtig. Und zwar müssen Entwickler in ihrem Alltag immer mehr diskutieren mit verschiedenen Fachbereichen und hier auf verschiedene Kommunikationsskills oder Abstraktionsebenen quasi runtergehen, um mit dem Gegenüber noch korrekt reden zu können. Und die erste Gruppe sind eure direkten Kollegen, also direkten Entwicklerkollegen, mit denen ihr auf einem hohen abstrakten Niveau, also ihr könnt dort wirklich IT-Fachbegriffe verwenden, euch über Software ja wirklich in jeder Kleinigkeit unterhalten, weil jeder von denen es verstehen wird. Ihr müsst euch hier nicht irgendwie verstellen, sondern ihr könnt einfach die technischen Grundkomponenten beim Namen nennen, wie sie halt auch immer heißen möchten bei euch, und ihr müsst quasi keinerlei von Abstraktion vornehmen, sondern wirklich einfach auf der technischen Ebene miteinander reden. Hier geht es darum, einfach möglichst einfach sein Problem zu beschreiben und gemeinsam Lösungen zu finden. Das sollte den meisten Entwicklern relativ leicht fallen, vor allem weil auch die anderen Entwickler meistens charakterlich sehr ähnlich gestrickt sind, sonst wären sie meistens kein Entwickler geworden, wenn man überhaupt kein Interesse an Technik hätte beispielsweise. Die zweite Gruppe von Menschen sind auch direkte Kollegen meistens, sowas wie UI-UX-Designer, Product Owner, Tester und so etwas, die vielleicht sogar bei euch im Team verortet sind, aber nicht direkt mit der Entwicklung zu tun haben. Einem UI-UX-Designer könnt ihr technische Begrifflichkeiten schon zumuten, also die werden es meistens verstehen, die werden damit was anfangen können, die können es vielleicht nicht im größten Detail verstehen und managen, müssen sie auch gar nicht, aber hier könnt ihr auf einer etwas, einfachen Abstraktionsebene immer noch sehr viel diskutieren und sprechen, auf einer fachlichen Ebene aber deutlich mehr. Die dritte Gruppe ist eigentlich das, was das wirklich Entscheidende ist, und zwar Kunden, Fachbereiche, die keine Ahnung von IT haben, die kein Interesse an IT haben, die auch gar nicht in ihrem Job wirklich was damit sich auseinandersetzen müssen, sondern wirklich einfach nur da sind, um eine fachliche Begrifflichkeit zu erklären, wo ihr als Entwickler eine Lösung für finden müsst. Und prinzipiell müsst ihr hier den größten Kommunikationsskill an den Tag legen. Ihr müsst nämlich extrem komplexe IT-Probleme runterbrechen für Leute, die keine Ahnung von IT haben. Wenn ihr damit so etwas wie Klassen ankommt, dann gucken die euch fragend an und haben keine Idee, von was ihr da eigentlich sprecht. Wenn ihr von Microservices oder sonst irgendwelchen technischen Begrifflichkeiten sprecht, werden die genauso fragend gucken, und deswegen braucht ihr hier einen enorm guten Kommunikationsskill, um extrem abstrakte IT-Probleme runterzubrechen auf eine Ebene, dass jeder sie versteht. Und es gibt hier Entwickler, die diesen Skill perfektioniert haben. Ich hatte Kollegen, der kann wirklich die krassesten IT-Probleme mit so schönen Alltagssituationen vergleichen, dass jeder am Tisch direkt wusste, um was es geht, und jeder es irgendwie verstanden hat, um was es geht, auch wenn die extrem, komplexe IT-Probleme beschrieben haben. Und dieser Skill ist unfassbar praktisch. Und ihr solltet versuchen, diesen Skill aufbauen zu können, um quasi einfach mit eurem Gegenüber möglichst effizient zu kommunizieren, um an euer Ziel zu kommen, ohne hier große IT-Fachbegriffe in den Raum zu werfen, weil das bringt niemanden weiter und hilft quasi nicht, das eigentliche Problem, nämlich die Kommunikation, zu lösen. Seht ihr das auch so, dass man quasi diese drei Kommunikations-Abstraktionsebenen beherrschen sollte als Entwickler? Dann schreibt das in meine Videokommentare, wenn ihr das anders seht, natürlich auch. Aber das waren quasi die drei Charakterzüge, die ich als Entwickler extrem wichtig finde, wo man einfach Bock drauf haben muss und die man eigentlich meiner Meinung nach haben sollte, um ein Entwickler zu sein und vor allem um Spaß an der IT und der Entwicklung zu haben. Aber wenn ihr Fragen oder Probleme habt, Feedback, schreibt das in die Videokommentare, schreibt mir auf Social Media, ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr jede Menge Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt, aber auch Amazon Affiliate und andere Partnerseiten, wo ihr mich supporten könnt. Ansonsten, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, viel Spaß und ciao.